Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, von dem ich selbst nicht gedacht hätte, dass ich so etwas jemals auf meinem Kanal vorstellen würde. Nämlich das Buch eines anderen YouTubers, beziehungsweise einer YouTuberin, was schon fast als Lifestyle-Buch durchgehen könnte, wenn man mal sehr gemein wäre. Konkret geht es um das Buch Halt die Klappe, Kopf von Lisa-Sophie Laurent. Früher kanntet ihr sie vielleicht unter dem Namen It's Cold Slaw, je nachdem, wie lange ihr schon auf YouTube unterwegs seid. Ich kenne sie auf jeden Fall noch unter dem Namen, deswegen ist das total irritierend, dass sie sich anders nennt. Seit ein paar Jahren. Aber worum geht es in ihrem Buch überhaupt? Also, sie hat ja zwei Bücher geschrieben. Das erste war, wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen, glaube ich, so hieß das. Und das zweite jetzt heißt Halt die Klappe, Kopf. Und in dem Buch beschreibt sie zum einen, wie sie eben dann einen Burnout hatte und wie sie damit umgegangen ist, wie das erstmal ihr Leben verändert hat. Und ja, wie dieser totale Zusammenbruch eigentlich aussah. Außerdem beschreibt sie dann, wie sie nach und nach wieder sich ein bisschen mehr Stress zumuten konnte, wie sie dann nach und nach wieder mehr Aufgaben übernehmen konnte, ihr Körper sie dann auch wieder gelassen hat und sie ja quasi wieder zurück ins Leben gefunden hat, was jetzt richtig pathetisch und dramatisch klingt. Aber es geht in dem Buch eben vor allem darum, dass Stress und Perfektion im Leben nicht alles ist und dass man sich manchmal auch Ruhe gönnen muss. Und sie versucht einem eben Tipps an die Hand zu geben, wie man erkennen kann, dass man Gefahr läuft, potenziell ein bisschen sich zu übernehmen oder sich ein sehr großes bisschen zu übernehmen, wie man vielleicht dagegen vorgehen kann und was für Methoden dabei helfen können, ein bisschen runterzukommen. Das klingt jetzt erstmal nach so einem esoterischen, oh, meditiere dreimal am Tag, um dein inneres Zen zu finden Buch. Ist es zum Glück nicht. Also ihr wisst, dass ich mit sowas immer sehr kritisch bin und von so dreimal am Tag meditieren auch nicht so richtig viel halte, vielleicht weil es bei mir nicht klappt. Aber dieses Buch fand ich insgesamt eigentlich ziemlich cool. Also zum einen, weil ich Lisa-Sophie Laurent eigentlich total gerne mag. Also ich gucke ihre Videos zwar nicht regelmäßig, aber über die Jahre habe ich sie eigentlich immer wieder und total gerne geguckt. Ich mag ihre Art einfach. Ich finde es toll, dass sie so über Alltägliches redet und man manchmal einfach das Gefühl hat, verstanden zu werden. Ich bilde mir jetzt nicht ein, dass man eine besondere Beziehung zu jemandem hat, den man erstens einmal im Leben nur getroffen hat und zweitens der potenziell gar nicht weiß, dass man existiert, weil man nur ein Mensch von vielen Hunderttausenden ist. Aber trotzdem hilft es einfach manchmal, sich verstanden zu fühlen. Ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, auch ein Mensch, der sehr, sehr, sehr viel macht und das bedeutet eben auch viel Stress. Ich glaube, meine Eltern haben mich das erste Mal mit 16 oder 17 gefragt, ob ich wirklich so viel machen will und dass sie das Gefühl hätten, dass ich auf so einen Burnout zusteuere. das ist mir zum Glück bisher noch nicht passiert, da bin ich auch ganz froh drüber. Aber ich weiß selber, dass ich manchmal in meinem Leben zu viel mache. Und es ist dann auf der einen Seite ziemlich cool zu lesen, wie man vielleicht viel schaffen kann und trotzdem sich nicht endgültig überlastet. Und auf der anderen Seite einfach zu lesen, dass es Leute gibt, die auch damit kämpfen und die halt auch immer nach dieser Perfektion streben und die sich aber auch ganz schön leicht ablenken lassen. Ich bin nämlich leider ein Mensch, der sich auch leicht ablenken lässt, ebenso wie Lisa. Und das ist schon irgendwie ein bisschen nervig, gerade wenn man sehr, sehr produktiv sein will. Es gibt natürlich viele Dinge, die auf mich so überhaupt gar nicht zutreffen. Also ich bin zum Beispiel nicht hochsensibel und ich mache auch nicht ganz so viele krasse Sachen wie sie, wie zum Beispiel die Bundeskanzlerin interviewen. Und das ist dann auch so ein bisschen die Kehrseite von diesem Buch. Da findet ihr, wenn ihr ein bisschen in den Kommentaren unter, warum ich glaube, 12 Semester für mein Studium gebraucht habe oder so ähnlich heißt das Video. Ich guck mal, dass ich euch das hier irgendwo verlinke. Darin erklärt sie, warum sie ihr Studium nicht in Regelstudienzeit geschafft hat. Und das liegt dann halt an so Dingen, wie dass sie irgendwann Vollzeit angefangen hat, halt als Journalistin zu arbeiten und als Moderatorin, dass sie halt die Kanzlerin interviewt hat und all solche Dinge. Und du denkst dir so, ja, meine Güte, wenn man so krasse Sachen macht, dann ist das erstens nicht erstaunlich und zweitens ziemlich verzeihlich, dass man nicht in Regelstudienzeit studiert und dann hat man halt wieder so ein bisschen Komplexe, weil das schon ziemlich aufregende Sachen sind, die sie so gemacht hat. Und man selber kommt sich dann so ein bisschen kleiner vor, aber sie betont in ihrem Buch immer wieder, dass es halt ja individuelle Stressgrenzen gibt und dass Belastung für jeden individuell ist, dass nur wenn man vielleicht das und das nicht macht und sich schon gestresst fühlt oder viel mehr schafft und sich noch sehr entspannt fühlt, das auf keinen Fall irgendwie ja zu einer Wertung veranlassen sollte. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, okay, was für eine Wertung gibt es denn jetzt für dieses Buch? Und ich finde das tatsächlich relativ schwierig. Ich fand es toll, wie es geschrieben ist. Es ist sehr locker geschrieben. Klar, wenn man ihre Videos relativ viel guckt, dann kennt man auch manche Sachen, die in dem Buch so vorkamen, weil die manchmal gefühlt wirklich eins zu eins so in Videos schon vorgekommen sind. Aber ich denke, dem können wir nachsehen. Ich finde die Person einfach mega cool. Das Buch ist natürlich so mittelhilfreich manchmal, aber es gibt halt auch ein paar gute Checklisten, an denen man gucken kann, ob man vielleicht auf einen zu großen Stressberg
zufährt und deswegen gibt es von mir, glaube ich, insgesamt einfach den silbernen Bücherengel, weil es ein solides Buch ist, es unterhält, es informiert, es ist interessant gemacht, es ist schön aufgemacht, es ist nicht zu überfordernd und ja, es ist von einer tollen Person und bietet einem eben so ein bisschen Hilfe im Sinne von, übrigens, du bist nicht alleine mit dem Problem. Und ich denke, manchmal ist das eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach verstanden fühlt. Und nach diesem doch etwas wirren Video hoffe ich, dass ihr mir bis hierhin überhaupt zugehört habt. Und ich wäre an dieser Stelle sehr, sehr neugierig, was ihr über das Buch denkt, ob ihr vielleicht schon davon gehört habt, dass es rauskommt, ob ihr die YouTuberin auch guckt. Von manchen von euch weiß ich, dass ihr das tut. Und ansonsten bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.